Die Arme aufmachen? Also, oder was machen wir jetzt? Cloud, tust du die aufschlitzen oder? Die ganzen Mäuren, die hellen. Die Arme löst sich auf, ne? Kann das sein? Und das tiefer. Die kriegt jetzt einen Schreck, wenn sie Cloud sieht. Die kriegt Angst. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe meine Theorien, aber das wirkt alles sehr komisch. Die sieht Cloud und rastet erstmal aus. Ich hol die anderen. Cloud. Das Verstorbene, das Nebelgebirge überqueren, weißt du noch? Ja. Ein Märchen, um die Kinder vom Gebirge fernzuhalten. Aber du hast's geglaubt. Ich hatte schon meine Zweifel. Aber ich wollte es glauben. So sehr wollte ich Mama wiedersehen. Wieso redet ihr ganz normal mit Cloud? Die anderen spornten mich an. Zusammen sind wir hochgeklettert. Und dann haben sie dich einfach zurückgelassen. Ja, anscheinend. Du erinnerst dich nicht? Ich hab mir doch den Kopf gestoßen bei dem Sturz. Ich kann mich an fast ein halbes Jahr nicht wirklich erinnern. Ich weiß nur, was mir andere Leute darüber erzählt haben. Mehr nicht. Was haben sie erzählt? Dass du mich angestiftet hast. Aber... das stimmt nicht. In Wirklichkeit hast du mich gerettet. Danke. Du warst mein Held. Das vergesse ich nicht. Ich bin kein Held. Ein Held hätte dich nicht abstürzen lassen. Ein Held hätte dich nicht angegriffen. Manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Ich weiß Dinge, die ich nicht wissen sollte. Aber andere Erinnerungen fehlen mir. Als wäre mein Bewusstsein gespalten. Oh. Und ich weiß nicht, welcher Teil ich selbst bin. Das sieht er selber ein. Ich meine, was? Meine Zellen degenerieren. Und zwar ziemlich schnell. Glaube ich. Zumindest. Es wird alles gut. Dieses Mal beschütze ich dich. Was? Wer sagt Yuffie?
Ich meine Eris? Was zum Fick? Ups. Nee, es war tatsächlich Yuffie. Oder war es doch Eris? Habt ihr euch Sorgen gemacht? Sorry. Ein kleines bisschen vielleicht. Nee, es war, glaube ich, doch Yuffie. Tschüss. Oh, die Truhe habe ich gar nicht gesehen. Ein Glück. Der hat dich beinahe umgebracht und du wolltest den küssen. Wie verhat Stockholm-Syndrom. Alter. Ich meine, was zur Hölle? Ich meine, das macht schon. Ich meine, das ganze Armer-Gedöns, was gerade war und tiefer im Lebensstrom und alles, das ist alles neu. Aber das macht schon Sinn, dass Tifa einfach Ja und Arm sagt. Weil das war im Original Atlas-Schwinge. Für Yuffie. Die ich hoffentlich ausrüsten kann. Ja, die ist dabei. Ausrüstung. Adlerschwinge. Heilige Scheiße. Sieht nicht aus wie ein Boomerang, aber ein Wurfstern, ja. Sieht nicht aus wie ein Wurfstern. Sieht aus wie ein Boomerang. Axt-Dingens. Keine Ahnung. Wurfstern, der fortgeschrittene Körper, der bei Jägern besonders beliebt ist. Multiplizierung erschafft einen Doppelgänger, der eine Zeit lang genauso handelt wie das Original, kann in der Luft eingesetzt werden. Bei anwesenden Doppelgänger geht man wieder schrecken. Multiplizierung, ja, nehmen wir doch gerne. Warte, ich habe nicht gesehen, was die Werte machen. Woher haben wir die Doppelviper gehabt? Also, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber wir werden ja jetzt Waffen-Dinger einsetzen, wie. Eiselementare Attacke, Blitzelementare Attacke, MP-Hass. Ja, Rate kritischer Treffer plus, kritischer Schaden plus und Limit-Schaden. Nehmen kritische Treffer plus 5 und kritischer Schaden, weil sie hat einen hohen Glückswert, heißt, sie kann, also das ist sehr wahrscheinlich, dass sie sowas einsetzt. Das ist verbunden, was ist das? Widerstand? Ah, Widerstand Frost. Haben wir nicht irgendwie so eine Kombo-Materie noch? Sowas wie Luftgewitter oder Feuer. Feuer-Eis. Da doch Frost-Eis habe ich, glaube ich, gesehen. Oder ich habe mich vertan. Ja, die hat Cloud. Frost-Eis. Jo. Dann lassen wir das mal. Was ist das hier? Geschwächte Abwehr. Wer ist das, Yuffie? Dann nimm ATB-Schock von mir aus. Und dann nehme ich Yuffie mit dem Steam. Kann ich gerade nicht. Ich kann auch den Anführer nicht wechseln. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Story machen. Ich höre jetzt sowieso gleich auf. Gehen wir hier rein und dann reden wir ein bisschen. Du sagst also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab. Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Sephiroths Seite sind? Ja. So sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wer die Oberhand hat? Der Lebensstrom. Der Planet. Natürlich hat er das. Ich habe es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft. Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Barrett, chill. Ah, ich kann seinen Kampfschrei förmlich hören. Lausch doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die Einzigen, die ihm helfen können. Der Planet kämpft für uns und wir... Für ihn. Alle zusammen. Oder? Genau. Ja. Hallo, Sisne. Also, das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Oder? Du meinst Cosmo Canyon. Die Wiege der Planetenkunde. Ich glaube, wir sind nicht weit weg. Gibt's da denn auch Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los! Seit jeher
sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay, dann mal los! Lass mal in Ruhe. Ist meine Heimat. Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg dorthin ist gefährlich, aber ich habe einen Tipp. Was denn? In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Folgt einfach dem Pfad hinter dem Südtor, dann findet ihr sie. Und ein Freiflieger? Ich könnte mir vorstellen, wer das ist, aber... Oh, Kui! Das hier ist Fango. Der Hallo, Fango. Der hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Okay. Dann habe ich mein Chocobo für dieses Gebiet. Vielen Dank, Sisney. Für alles. Passt auf euch auf, okay? Ja, keine Seilpistolen mehr. Ihr ist bestimmt im Dorf. Okay, erstmal der Freiflieger. Den machen wir gleich. Erstmal Kampferstellung. Wer war das? Yuffie, ne? Mitglieder wechseln. Haben wir irgendwie eine Gruppe mit Yuffie? Da haben wir eine Gruppe mit Yuffie. Dann nehmen wir diese Gruppe und dann Yuffie als Anführer. Und alle anderen sind soweit fertig mit ihren Zeugs, ne? Ja, nur Yuffie nicht. Okay, dann wollen wir... Hey, wir sollten uns mal das schwarze Brett ansehen. Vielleicht gibt es Aufträge. Ich wollte schon immer mal Alleskönner sein. Für Spielchen haben wir keine Zeit. Spielchen? Das sind keine Spielchen. Ich will den Leuten hier helfen, ganz ehrlich. Ja klar. Mit Shinra und Ehrlichkeit ist das leider so eine Sache. Ach, du vertraust mir immer noch nicht? Nachdem du dich gestern so an mich gekuschelt hast, dachte ich, wir hätten das hinter uns gelassen. Bilde dir bloß nichts darauf ein. Ich habe bestimmt nur von Marlene geträumt. So. Am besten reitet ihr auf Chocobos bis zur Landebahn. Ich kann mir vorstellen, wer dieser Flieger ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt schon da ist. Ich gehe erstmal meinen Chocobo umgeschalten. War nochmal das Chocobo-Zeug. Das war hier. Und dann gehe ich ans schwarze Brett. Ich hätte auch andersrum machen können. Ja, Chocobo umgestalten. Wie hieß er nochmal? Fango, ne? Ja, wie lasse ich meinen Chocobo jetzt aussehen? Ich glaube, so erstmal, ne? Ja, das sieht ein bisschen dämlich aus. Aber irgendwie sieht auch ein bisschen irgendwas, was hierzu passt. Ja, das passt relativ. Und dann vielleicht die Sache. Ein bisschen eine Mischung, weil ich kann mir das Outfit nicht leisten, glaube ich. Hallo, na, auch Chocobo-Fan? Oder habe ich mittlerweile... Doch, ich kann mir... Dann kaufe ich mir das hier. Chocobos sind unsere Freunde. Ja, sind sie. Wieso sagst du das? Als ob wir das nicht wissen würden. Schatzsuchersattel, okay. Kann ich mein Chocobo hier in... Ich glaube, ich kann mein Chocobo hier nicht rufen, ne? Ne, ich drücke ganz mit R1. So, das schwarze Brett war wo? Das war, glaube ich, weiter... Oh, ja, ich sehe es schon auf der Karte. Das war hier irgendwo. Da ist es. Huch, Entschuldigung, sorry. Wie viele Aufträge gibt es? 2. Work available aufs Bildner in der Jugendwehr. Dorf Gongara, Südtor. Ich suche jemanden, der mir zeigt, wie man richtig kämpft. Ich möchte unbedingt Stärker werden. Gibt es da draußen jemanden mit viel Kampferfahrung? Auftrag annehmen. Und Hühnchen. Hühneroma, Dorf Gongara, Weilchenplatz. Der starke Wind neulich hat überall im Stall meine süßen Hühnerchen Löcher hinterlassen. Jetzt sind alle. Wir sind in alle Richtungen davon geflattert. Kann mir jemand beim Einfangen helfen? Ist das hier Operation of Time oder was? An Yusuna sammeln.
Ja, bevor ich hier in Gongaga was mache, das weiß ich nicht, Regionskarte, das ist doch, glaube ich, alles eher in die... Ich kann mich ja teleportieren mittlerweile, deswegen mache ich das mal. Schnellreise auf Chocobo. Ich mache mal ein paar Nebenweltberichte. Oder einen einzigen, nämlich der, der relativ in der Nähe ist, das mit den Kämpfen. Das müsste ja relativ nah sein. Eigentlich genau hier. Ja, deswegen gehe ich mal kurz runter. Hocke alle einen Gegner, erledige alle Gegner in der Zeitmenge, das kann keine Entwicklung wohl enden. Ach du Scheiße, keine Entwicklung. Ich muss zu Cloud wechseln. Yuffie, die mögen glaube ich kein Feuer, deswegen machen Flammen den Schutz zu. Fertigkeiten, Analyse. Die mögen kein Eis. Toll. Und ich habe Feuer gemacht bei Yuffie. Ach, scheiße. Okay, dann mache ich dich erstmal platt. Ich habe kein... Ich habe kein Eis. Fertigkeiten. Machen Mutangriff. Wieso greife ich dich an? Ihr dürft nicht digitieren. Eisige Verkettung hier. Impulsiv. Der Feind ist geschwächt. Okay, dann Schwertsturm. Nach dem Platt und dann auf den nächsten. Barrett. Magie, du hast kein Eis, toll. Du hast auch keine eisige Verkettung oder so ein Scheiß, ne? Doch, du hast Eisimpuls. Dann geh mal auf den und Cloud. Ich mach mal einen Impuls auf den da. Impuls einfach verhindern, dass die meditieren. Erstmal Limit. Holzschlag. Okay, Barrett. Mach den hier. Mach den da. Und Yuffie. Fertigkeiten. Postlinenschütze. Was für ein Quatsch. Dass wir das beim ersten Mal geschafft haben. Ich mach noch ein bisschen, denn ich möchte gerne mehr zum Schneiden haben, weil ich jetzt 3,5 Stunden aufgenommen habe und ich werde, je nachdem wie das so ist, anders schneiden müssen. Ja, wir gehen hier hin. Und nicht immer bei der 30-Minuten-Marke. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen. Da komme ich runter. Ja, wir gehen auf den Pilz. Glaube ich. Oder wir folgen dem Weg, weil da geht es auch runter. Vielleicht finden wir ja noch einen Pilz da unten. Muss durchs Rohr. Ich erinnere mich, ja. Wir haben zu viel Perlen, Ingmar. Oh, hier sind Gegner. Multiplizierung. Fertigkeit, Multiplizierung. Kommen dann mehr Yuffies oder? Oder sind nur zwei Yuffies maximal? Ich glaube, es sind nur zwei Yuffies maximal. Dann macht die mögen Feuer nicht, ne? Ja, dann machen wir den Schuh zu. Machen wir mal Multiplizierung, damit wir das aber lernen.
Nochmal Multiplizierung. Dich durchschauen! Hab ich dich! Hab dich gewarnt! Was ist seine Schwäche? Eis. Fertigkeit, Frost Ninjutsu. Gewitter ist aufgelevelt. Multiplizierung haben wir anscheinend gelernt. Oh, ich setze lieber nochmal ein. Wenn wir das gelernt haben, können wir ja Yuffie nicht mehr als Anführerin machen. Hier, Cloud. Guck aber nochmal, ob wir das wirklich gemacht haben. Ja, haben wir. Und weiter geht's. Wieso benutze ich nicht mein Chocobo? Nein, ich habe ein bisschen zu spät oder zu früh. Ja, eins von beiden. Ja, noch ein bisschen. Hier. Was kriegen wir da Feines? Ein Saphir, okay. Kinderspiel. Hier sind so viele Gegner und ich will einfach nur hier durch. Das mache ich vorher schon Ende. Sonst bin ich wieder hier noch wieder mit einer Folge voll. Wo ist Ende mit Schreck hier? Bereit für den Tod? Das war's dann. Barrett kann mal. Ich hab. Ah, ich brauch den nicht heilen. Gut. Weil das hab ich vergessen. TP-Boost hat ein Level up. Welcher TP-Boost weiß ich jetzt nicht. Oh, läuft's. Hallo. Kringelpiece mit anfassen. Warte, wo gehe ich gerade hin? Okay, gut. Da ist ein Pilz. Okay. Ich habe gerade richtig Schmerzen im linken Auge. Das hatte ich vor einer Woche oder so schon. Und ich dachte, ich hätte irgendwie eine Bindehautentzündung oder sowas, aber hatte ich nicht. Und jetzt habe ich das wieder und ich frage mich einfach, was soll der Scheiß? Wieso habe ich das? Kommt schon! Wieso habe ich Schmerzen im Auge? Oder am Auge? Oder ich kann es nicht so gut einordnen. Ich hätte Schwertsturm machen sollen. Nimm das! Das war's dann! Danke, Yuffie. Okay, ich gehe mal zu Fuß, weil so weit dürfte es ja nicht mehr sein. Die Eule führt mich. Ja, oder weniger führt die mich. Ich werde an den Kaskaden, okay. Das wäre auch scheiße mit dem Chocobo hier, um ehrlich zu sein. Muss denn die Quelle sein? Da hinten, aber ich... Komm, lass mir die in Ruhe erstmal. Ich werde hier an der Stelle... Also ich mache jetzt das Minispiel, so hole mir die ganzen Items hier. Und dann, ich sollte, glaube ich, bevor ich weitere Items suche oder aufnehme, erstmal Synthese machen. Dafür brauche ich Kunst des Planeten, habe ich nicht. Legierter Armschutz. Da ist nichts besser. Ich meine, die sind mehr oder weniger. Der ist komplett scheiße, aber der ist besser teilweise. Und Gaga-Kiefer, okay. Oder Gunga-Kiefer. Der ist teilweise besser, aber der macht andere Sachen schlechter, deswegen will ich ihn gar nicht haben. Okay. Oh,
Okay, dann mache ich einen Jungfernkuss. Den können wir sogar von selber machen. Wachmacher, Phoenix-Trank, Goldstaub und Liebe des Planeten. Was braucht man für alles für den Scheiß? Okay. Ich werde nicht mehr so viele Jungfernküsse, glaube ich, erstellen. Man braucht ja irgendwie alles. Da brauche ich Gunst des Planeten. Hier brauche ich Gunst des Planeten. Gunst des Planeten. Und ein Kosmotit. Den es wahrscheinlich nur in Cosmo Canyon gibt. Und da brauche ich Gunst des Planeten. Die Sachen sind auch nicht so geil. Die machen auch nur eine Sache höher. Okay. Haben wir hier irgendwie was von Interesse? Nein. Okay, aber ich nehme mal alles auf. Ich habe vergessen, Sachen zu machen, die ich zu viel habe. Zum Beispiel Megatrank, da brauche ich Oregano. Okay, oder Oregano, je nachdem, wie du das aussprechen möchtest. Dann mache ich noch mal ein paar Supertränke. Oder ein. Mehr geht nicht, weil ich, damit der Perlen-Ingwer weggeht. Irgendwas. Ja, ich kann Ether herstellen, weil. Nee, ich habe kein Salbei. Ich kann hiervon ein bisschen herstellen. Wie viele habe ich denn? Mach mal 14. Damit der Perlen-Ingwer weggeht. Habe ich noch irgendwas zu viel? Ich habe sehr viel Gnade des Planeten. Nee, nicht Gnade. Doch Gnade. Die ganzen Sachen des Planeten verwirren mich. Weil ich mache mal, glaube ich, ein bisschen. Nee, ich kann kein. Ich habe kein Salbei. Ich glaube, jetzt habe ich nichts, was irgendwie auf 99 ist. So. 3 Eck drücken. Spannendes Gameplay. Meine Fresse. Ich meine, das ist cool, wenn du den ganzen Lore-Kram willst, dass du nicht viel machen musst, aber trotzdem. Quatsch mit Soße. Clark, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Das Signal kommt aus der Schlucht, die zum Reaktor führt. In der Gegend liegen diverse Trümmerteile herum, die noch aus der Zeit des Reaktorbaus stammen. Gib also acht, wo du hintrittst. Genau. Okay, da. Ich würde. Darf ich? Ja, danke. Ich glaube, es ist schneller, wenn ich den Weg zur Landebahn. Okay. Ja, ich glaube, ich muss anders irgendwie dahin kommen. Weil ich will nicht die Hauptstory gerade weitermachen. Können uns falsch zu der Chocobo-Haltestelle teleportieren, laufen und dann mache ich schon mal ein hierhin, ja, so eine Markierung. Okay, man kann nur eine Markierung machen. Ich dachte, man kann das ganze Ding damit zupflastern und dann weiß ich nicht, wie man die wegmacht, außer die alle zu suchen. Manchmal findet man die so schlecht. Okay, gut, gut, gut. Ja, das war's dann für heute. Ich nehme noch die Sachen. Na, die liegen da irgendwo in der Pampa, deswegen nehme ich die doch nicht mit. Ich speichere noch. Und dann gucke ich mal, was mit meinem Auge los ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll, außer vielleicht googeln. Habe ich aber schon gemacht. Und Google sagt, Bindehautentzündung. Ist es nicht. Weil mit dem Auge, außer dass Schmerzen dran sind, ist nichts. Normalerweise wäre das anders. Ja, heute habe ich schon viel aufgenommen. Gerade eine 3
Stundenaufnahme mit 43 Minuten obendrauf, also 3 Stunden 43, plus 2 halbe Stunden Aufnahmen davor, also insgesamt. Und die waren alle ein bisschen länger als eine halbe Stunde, also sagen wir knapp, ich runde mal kurz auf, 5 Stunden Aufnahme heute. Also mehr oder weniger heute, weil zwischendurch ist der Tag gewechselt. Aber ist schon eine Hausnummer dafür, dass ich in letzter Zeit nicht so viel aufnehmen will. Aber ich muss so viel aufnehmen, weil mir die Folgen ausgehen. Aber genug gelabert, ich will das hier nicht noch mehr in die Länge ziehen, wie ich das gerade mache. Deswegen bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.